Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu Farming Simulator 22. Wir haben hier ein spezielles Projekt, der Enning und ich. Wir haben in den 1970ern angefangen und arbeiten uns die Jahre immer hoch mit den Maschinen, die halt damals gerade zur Verfügung stehen. Also ein sehr interessantes Projekt. Bitte bleibt dran und schau dir die Folge an. Es geht los. Oh, dieser Meer, der liegt das ja nicht schön in einer Spur. Warum ist das schön in einer Spur? Naja, der liegt das so, wie wenn du schwadern würdest. Verstehe das nicht. Wenn du schwaderst, hast du das nicht in einer Spur, sondern so breit gefächert. Schwadern ist in einer Spur. Ein Schwader legt sie in einer Spur zusammen. Verstehe ich so. Sorry, Wender. Häng jetzt. Wender. Wer macht was wieder, Wender? Mein Mähwerk. Was soll er machen? Das so wie beim Stroh in eine Spur zusammenlegen. Also das so wie wenn es beim Stroh ist. Ja gut, er hat ja nur 3 Meter. Was soll er da viel zusammenlegen bei 3 Meter? Das heißt, bei dir ist das auch so? Ja, was soll er da zusammenlegen bei 3 Meter? Das ist wie ein Frontmähwerk. Ja, das ist aber mehr. Frontmähwerk hat 3 Meter. Da kann ich ja nicht einfach drüber, da bleibt da immer was über dann. Du musst das sowieso schwadern. Weil das bleibt ja alles liegen. Das heißt, ich brauche da einen Schwader dann auch noch. Okay. Ich dachte nämlich, dass das auch so zusammengelegt wird. Aber wie soll er bei 3 Meter das zusammenlegen? Ja, da bin ich zu sehr verwöhnt gewesen. Ja, aber. Ja, ich weiß. Aber auch bei 3 Meter, was ich meine? Das ist ja schon eine Spur. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Das sind ja keine 10 Meter, die er zusammenlegen muss, sondern 3 Meter. Und das ja. Was für eins habe ich denn da, wie viel Meter? War nicht C-Technik. Mähtechnik. Du bist 2,4 Meter, das heißt, ich brauche einen Schwader mit 2,4 Meter. Minimum. Wenn ich ihn größer habe, ist auch wurscht, aber trotzdem. 2,5 Meter ist einmal gut. Gut, wieder was gelernt. Ja, dass ich dann Schwader brauche. Da war ich zu sehr verwöhnt von dem Beste von dem Pöttinger, wo ich schon die Schwaderablage hinten habe. Ja, aber das ist, weil er die Seiten in der Mitte legt. Genau. Ja, aber du hast ja keine Seitendinger. Ja. Na, weißt du, ich habe nur mit dem immer gespielt, also kenne ich es nicht anders. Ja, bin ich verwöhnt. Mhm, solche. Hast du viel an den LS? Mhm. Dann ist vielleicht nicht schlecht, dass man mal da in den 70er beginnt. In welcher Stufe muss ich denn das mit dem Unkraut machen? Wahrscheinlich nach dem Pflügen, oder? Mit Unkraut? Nach Ansehen. Nach dem Ansehen, okay.
Na, weil wenn du ja ansiehst, ist ja die Erde wieder umgegraben. Da wächst ja kein Unkraut. Das wächst ja erst dann, wenn du nichts mehr machst. Na, da ist jetzt schon urviel Unkraut auf der Dings. Nee, aber du tust ja nochmal anbauen. Dann grabst du es ja um. Oder du musst vorher grubern. Dann grabst du es ja um, dann ist das Unkraut ja wieder weg. Weißt du mal? Aber dann, wenn es wächst, machst du ja nichts mehr mit der Erde und dann wächst das Unkraut. Okay, das heißt wahrscheinlich, das heißt ansehen und wahrscheinlich nach der ersten Wachstumsstufe drüber. Genau, kannst du schon. Aber gleich nutzt es nicht. Nein. So. Noch so fleißig am Anbauen. Brauchst du jetzt auch nur ein Feld, oder? Anbauen. Zwei. Ah, doch, zwei. Hast zwei. Na, drei sogar. Ah, okay. Wow. Du hast mehr oder viel geschafft. Ja, das eine tue ich um. Das war ein Karottenfeld, das bei mir. Soll ich umdingsen? Siehst du, jetzt kommt es mir erst. Ich glaube, ich kann mir gar kein Paletten-Dings leisten, dann, dass ich Mehl verkaufen fahren kann. Was stimmt, ich hätte dir das Getreide hier auch verkaufen können. Gut, ich hätte aber eh kein Geld. Achso, okay. Ich meine, ich habe noch 10.000 jetzt. Na, der reicht nur was. Hast du mal abgebrochen? Hast du noch was? Na, jetzt habe ich schon alles verkauft. Jetzt bin ich schon wieder am Anbauen. Aber du hast was auch davon gehabt. Ja, stimmt. Aber wenn es nicht willst. Okay. Aber was ich auch sagen wollte, wenn ich so Survival spiele, weil du da so sagst, du. Das ist so immer hinten nach, ja. Du kannst auch von Anfang an sagen, in welche Richtung du was machen willst. Wie meinst du das? Ja, so wie bei 7 Days hast du immer gesagt, von Anfang an du machst das mit dem Essen. Dann hat sich keiner mehr drum gekümmert, außer du. Wenn du da jetzt auch sagst, du möchtest irgendwas machen, weißt du, dann. Aber du bist halt mal der ruhige Spieler dann. Wie meinst du da ruhig? Was ich meine. Dass ich nichts sag. Zum Beispiel, bei WoW hast du den ersten Abend nicht gesagt, was du jetzt machst. Gut, der erste Abend war ganz anders. Ja, oder der zweite Abend dann, was ich meine. Hab ich du hast erst ab dem dritten oder vierten dann selber so gesagt, ich mach jetzt Essen, also. Und wie gesagt, was auch wichtig ist, einfach die Sachen durchlesen. Ich weiß, du bist kein Freund davon. Aber für dich müssen wir Sachen quasi schon automatisch erklärt werden, sozusagen. Aber das, also bei allem Spiel kannst du es vergessen. Du meinst es so außerhalb irgendwo durchlesen? Das auch, aber ich meine jetzt im Spiel. Aber im Spiel steht ja meistens nie irgendwas, oder? No, zum Beispiel, letztens hast du die Kiste gesucht. Sie hat halt kleines Lager geheißen, aber daneben steht, um Sachen aufzubewahren. Ja, stimmt. Was soll man? Das sind so Kleinigkeiten, was man aber. Natürlich gibt es auch Sachen, die du dann irgendwann extern nachschaust. Mach ich halt meistens, weil ich es wirklich nicht weiß, über eine Supermaus. Gut, den habe ich auch nachgeschaut. Ja, ich sage aber, wenn man es wirklich nicht weiß. Gut, bei manchen Sachen brauchst du halt länger. Ja. Wobei ich sage, in 7 Days sind wir eigentlich bis jetzt sehr gut aufgestellt. Ja. Ich werde jetzt zum Zimmermann die nächsten paar Tage. Und mein Plan wäre entweder, dass ich dich unterstütze, dass ich Materialien farm,
Und oder, dass ich auch Missionen weitermache, dass ich auch mehr freischalte und so weiter, weißt du? Ja, gut, Max. Dann musst du mal sagen, du Baumeister, was du brauchst und ich mache ihn und dann tue ich immer ein bisschen abwechseln. Müssen bauen wir sicher Holz auf jeden Fall. Mhm. Wahrscheinlich Lehm. Gut, das Lehm. Kann man dann auch schauen. Lehm kriegt man, glaube ich, hier aus dem Boden raus. Ja. Aber, um das jetzt so zu besprechen, ich dachte halt, es ist sinnvoller, oben was Neues aufzubauen, gleich so, wie wir es haben wollen. Mhm. Auch wenn es vielleicht wahrscheinlich mehr Ressourcen kostet, wie du sagst. Mhm. Aber ich dachte, es ist besser, als wir suchen uns ein Gebäude, was irgendwie passt, und das müssen wir dann komplett umbauen. Mhm. Ja. Weil du musst ja trotzdem innen alles ausräumen, du musst den ganzen Hof quasi säubern, du musst eine Außenwand bauen, die Fenster zubetonieren, weil sonst greifen sie ja durch die Fenster an. Ja. Ich hätte mir halt gedacht, wir machen vorne einen Hofeingang. Mhm. Das sind wie Tore oder so. Ja. Dort kommen sie rein und das wird dann immer enger. Zuerst wird es zweispurig und dann wird es einspurig bis zu uns quasi ins Gebäude rein. Mhm. Und auf dem Weg dorthin sind halt die ganzen Geschütze fallen und wir sind von oben und können quasi innen zuschauen, wie sie dieses Labyrinth durchgehen. Mhm. Wenn man dann überlegt, du könntest dann oben eben wirklich ein schönes Plätzchen wieder bauen mit den ganzen Schmelzen oder so, sowas, weißt du? Auf der anderen Seite machst du dann einmal einen Eingang, mhm, dass du von hinten quasi reinkommst. Und vielleicht, dass wir uns dort auch hinstellen, oder macht man mit Werkbank, dass wir auch zum Beispiel Munition machen können. Dass genau, wir die so gleich wie dort wir's haben. Quasi jetzt haben. So wie wir es quasi jetzt haben, nur alles halt dann, dass das wirklich so unsere Hauptbase wird. Ach so, du willst die Hauptbase dorthin verlegen? Ja, so wirklich so, unsere richtige Festung. Das heißt, dass wir gar nicht mehr wechseln dann. Na gut, zu den Nebenbasen haben wir gesagt, machen wir sowieso. Du weißt ja, weil auf dem anderen habe ich dann die ganzen, zum Beispiel Felder noch vom Essen und so weiter. Na gut, das ist ja nicht weit weg. Ja, stimmt auch wieder. Das ist ja. Aber könnte man zum Beispiel auch dann in diese Festung bauen? Aufs Dach zum Beispiel. Ja, stimmt. Das haben wir eben. Ich möchte das nicht, klein machen, ich möchte das wirklich riesig machen. Okay, ich dachte, also, ich habe da wirklich einen Plan jetzt. Okay, und ich dachte, du willst das quasi nur für Tag 7 machen. Ja, es soll halt so sein, dass wir auch die Nächte dort verbringen. Weil was ich gesehen habe, und das werden wir sicher irgendwann machen, man kann sogar anstellen, dass jede Nacht Blutmondnacht ist. Oh, wow. Oder jede zweite Nacht, oder jede dritte, oder jede vierte. Mhm. Und wenn wir dann irgendwann wirklich viel haben, dann kann man ja sowas mal runterstellen auf alle 5 Tage oder so. Mhm. Aber das sind ja auch immer spaßig, diese Nächte. Ja, sicher. Aber ja, ich habe das wirklich im Kopf, also so eine richtige Festung. Okay, jetzt verstehe ich, warum du das dann neu bauen willst. Weißt du, ich dachte das einfach nur dort für Tag 7, also für alle 7 Tage immer. Ja, für einen Tag mache ich das nicht. Also für... Das, nein, wirklich. Im kompletten Plan. Unten, da machen wir ein Tunnelsystem draus, wo wir abbauen können und auch Sachen machen können. Vielleicht in andere Städte rüber. Was so, immer wenn du Stein brauchst, gehe ich da runter, baue ab. Mhm. Und irgendwann sind wir dann in einer anderen Stadt, kannst du unterirdisch in die Stadt gehen. Da könnte man dann unterirdisch zur Debete auch bauen, zum Beispiel. Ja, wenn du die Debete nicht bei dir hast, könnte man dort auch zur Debete bauen, ja. Ja, da habe ich eigentlich eh schon alles abgedingst. Aber dann wieder zurück. Also nein, nicht nur für so alle 7 Tage, dass wir da hingehen und okay, dort so wirklich Dings mit Solarpanels, weißt du gleich, dass auch der Strom für die ganzen Sachen da ist. Das mit dem Strom und so, das muss ich mal alles anschauen, wie wir das bauen, aber dann werden wir sowas ja einen eigenen Raum nur mit Stromgeneratoren haben und so. Speichert das so wie ein richtiges Solar oder muss da wirklich Sonne sein, weil dann nutzt er das im Blutmondnacht nicht?
Ja gut, aber er füllt ja die Batterien unter Tag dann immer auf. Okay, das schon, also realistisch schon. Nun wäre der Plan. Das wird natürlich, diese Nacht wird es nicht überleben. Also ich werde das nicht in 7 Tagen schaffen. Deswegen lasse ich ja den Bunker unten. Baue das so auf, wie ich gedacht habe, so wie beim letzten Mal. Ja, aber dann wird es ja zerstört vorher, bevor es fertig ist. Warum? Wenn es unten ist und wir oben bauen, die rennen ja dann nicht runter. Ja, aber wird dann oben nicht auch was zerstört? Wenn sie nicht durchrennen müssen, dann. Also du machst das nicht, dass sie nicht durchrennen müssen, sondern dass noch der Eingang so besteht. Ich baue gleich eine Hülle. Weißt du? Ich baue gleich dort zu, oben. Quasi genau ober uns, baue ich gleich eine Mauer. Und dann baue ich erst das rundherum. Okay, das rundherum am Schluss dann, ja. Genau. Weil das wieder dann wird zerstört nämlich noch. Du hast nicht eingestellt oder es war beabsichtigt, weiß ich jetzt nicht, dass Helfer alles nachkaufen, statt dass man selber befüllt. Bam, 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 bam. So, Pflügen notwendig, periodische Rollen erforderlich. So, sorry. Schon. Merke ich gerade, dass ich einen Traktor zu wenig habe. Noch. Drei sind schon ideal. Bitte? Drei sind schon ideal. Ja, hast du jetzt einen dritten? Ist schon ganz total. Ah ja. Ich noch nicht.
Aber was ich Befürchtungen gehabt habe bei dem Lenkrad ist, dass es nicht gut gehen wird, weil ich gedacht habe, dass er die Side-Konsole verlangt. Auch. Aber anscheinend erkennt das, ob es da ist oder nicht. Das gibt's ja auch ohne. Also das gibt's auch nur ohne. Ich habe es nämlich auf Amazon nur mit Konsole gesehen. Ach schon, ja, aber es sind ja Leute, was sie die brauchen, die Seitenkonsole nicht, oder was ja dumm. Wenn du sie quasi als Verpflichtung gibst. Mhm. Aber ja, mein Lenkrad ist echt genial. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass der kleine Traktor nicht den Ladewagen ziehen kann. Warum nicht? Den hebt's aus, wenn er den ankoppelt. Wow. Entschuldigung. Was sagst du zur Mühle? Die schaut echt nice aus, ha? Ja, das stimmt. Die passt irgendwie. Ich meine, das Silo nicht ganz, aber. Wieso ich da nichts? Wieso haben wir da das letzte da nicht lässt einfüllen? Oder habe ich da noch irgendeinen Modus an? Oder mit Pickup heben vielleicht?
diesen Weg da nicht gibt. Sind wir hier fast Nachbarn. Mhm. Weit ist nicht. Du hast aber auch die Zeit mal 3 eingeschaltet, gar nicht mal 5. Ist das beabsichtigt, oder? Nein. Das war eigentlich mal 5. So. Auch wenn das vielleicht spannend ist, diese Folge ist jetzt einmal vorbei. Aber keine Sorge, es kommt wieder eine. Also danke fürs Zuschauen, macht das gut. Ciao und Baba.